Moin und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Heute ist es soweit. Heute gehen wir endlich in den Akt 2. Ne? Wir haben jetzt irgendwie über 70 Folgen im ersten Akt verbracht. Und und grundsätzlich haben wir aber auch die ganzen 70 Folgen lang immer irgendwas zu tun gehabt. Also wir sind hier nie sinnlos durch die Gegend gelaufen. Vielleicht mal eine Folge oder so, wenn wir uns verlaufen haben. Aber grundsätzlich haben wir eigentlich immer... Du gehst bitte vor. Grundsätzlich haben wir eigentlich immer was zu tun gehabt. Wir haben uns halt nur Zeit gelassen. Das habe ich ja von vornherein gesagt. Ne? Wir rushen hier nicht durch, sondern wir wollen versuchen, alles mitzunehmen. Wir lassen uns Zeit bei den Dialogen, bei den Entscheidungen. Und wir wollen natürlich auch das Rollenspiel hier nicht zu kurz kommen lassen. Ne? Denn schließlich ist das Dungeons and Dragons. Und das wollen wir ja auch nicht vergessen. Ne? Aber heute ist es soweit. Ich habe noch ein bisschen was verändert. Ich habe... Also Schattenherz ist mir einfach viel zu langsam, ne? Die, weil die so unheimlich wenig laufen kann, kurze Strecken nur laufen kann, bevor die im Kampf geschehen ist, ist meistens schon alles zu spät. Deswegen habe ich jetzt ihr den Ring gegeben, den Asterion hat, damit sie zumindest dreifache Sprungweite hat. Also ist das gleiche, was Lazelle auch hat. Dann kann sie recht schnell ins Kampfgeschehen reinspringen. Weil ansonsten, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube an ihrer... Woran kann es da nicht liegen? Weiß ich gar nicht mehr genau. Warte mal. Wo ist sie denn? Da, nee. Was, wo ist sie? Klerika, da. Was hat sie denn erheblich weniger als alle anderen? Ja. Also am Charisma kann es ja wohl nicht liegen. Ist das Konstitution? Ist das... Ist das... ausschlaggebend für die... Obwohl, dann müsste sie genauso weit laufen wie ich. Es ist die Geschicklichkeit. Da hat sie immer noch mehr als Lazelle. Stärke hat sie mehr als er. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht, warum die nur so wenig laufen kann. Also es ist erschreckend auffällig, wie wenig Meter sie nur machen kann. Die braucht drei Züge manchmal, um da anzukommen, wo die anderen längst am Kämpfen sind. Naja, wie auch immer. Jetzt kann sie zumindest da reinspringen. Und vielleicht bringt das ja was. Haben wir alles? Tja, ich glaube schon. Und wenn nicht, dann haben wir jetzt Pech. Ab in den zweiten Akt. Wird Zeit. Ich denke, wir fangen ab jetzt auch eine neue Playlist an. Ne, eine für Akt 1, eine für Akt 2, eine für Akt 3. Denn ich glaube, es wird nicht weniger. Was die Menge an Aufgaben oder so angeht. Oh, das war ja jetzt recht unspektakulär. Ich dachte, jetzt kommt eine krasse Cutscene oder sowas. Stattdessen stehen wir nur auf der anderen Seite vom Tor. Aber eine schöne andere Seite, wa? Krass. Das ist einfach ein schönes Spiel, ne? Kannst du ja noch sagen. Es sieht einfach nur hammergeil aus. Kann man hier runter? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, vielleicht könnte man hier hopsen und da hopsen und so, aber ist wahrscheinlich nicht empfehlenswert. Und damit sollten wir unbedingt anfangen. Anfangen tun wir mit dem Klassiker, ne? Wir sammeln erstmal ein. I hear you did the deed. What? How was your little room? muss das jetzt sein? Hätte besser sein können. Es war fantastisch, Mann. You filthy devil. I'm shocked. Bist du nicht? I thought the two of you would just flop about like dying fish and then call it a night, but no. Shows me. But you're not here to gossip. What can I do for you? Nicht. Irgendwie war ich der Meinung, dass er mir schon mal gesagt. Ah, my favorite traveling companion. Whatever. Ach, komm. How much further can I go?
How much further can I go? Hier ist ein Wegpunkt. Schön. Nehmen wir den mal mit. Ups. Wait. Ja. These markings. Tirsu script scratched in the ground. Scratch, scratch. Kresh must be nested in the temple below. We must go there at once. Was für Schrift überhaupt? Wovon redest du? Githyanki writing. Every word a wheel. Every letter a spoke. The most powerful texts are engraved in slate. Some so ancient, only the most erudite Gish can read them. Aha, ja, da fällt mir was ein. Von wegen... Ich hab doch diese komische... Die wollte ich ihr doch geben. Hab ich das schon gemacht? Die das ja wieder vergesse, deswegen... Ah ja, da! Alles klar, also nur die heftigsten, also die ältesten, die können nur die weisesten lesen. Also diese die ältesten Schriften können nur von den weisesten gelesen werden. Oder wahrscheinlich mit sowas hier. Wie auch immer, lass uns weiterreden. Woher weiß ich, dass ich eurem Volk trauen kann? Hm? Soll ich das wirklich fragen? Naja, unsere letzte Begegnung war ja schon so ein bisschen seltsam, ne? Ja, komm. Können wir den trauen? You don't have to trust them. Oh. Only to trust me. Okay, ja. I have not failed you yet, and I have no intentions of it now. I don't need you to believe me for it to be true. Ja, ich glaub dir das so. Oh mein Gott. Ich glaub dir das. Du hast es wirklich noch nicht beschissen. Aber jetzt nicht. Lass uns erstmal hier wirklich mal 3 Meter links und rechts gehen. Und ankommen hier, ja? Very well. But promise me we will return before our chance is lost. Else I make my way there alone. Nein, wir gehen dahin. Alles klar, wir sind im Zeitdruck. Mhm. Dann sollten wir jetzt hier nicht großartig trödeln. Versprochen, wir gehen dahin. Lead on then. Dankeschön. Meine Herren. Dächtel, Mächtel, dies, das. Nein. Ich wollte doch nur mal kurz. Wo ist das überhaupt? Was? Kritzelei hier. Ich sehe keine Kritzelei im Fels, hat sie gesagt, ne? Hier? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wonach ich suchen soll. Ah! Das ist Rad und Speiche, ist aber auch jetzt irgendwie weit interpretiert, ne? Das sieht eher aus wie eine Sonne mit Strahl, ist doch egal. Was rede ich nicht? Was erzähle ich hier? Ne? Außerirdische Schriftsorten hier. Oh, toll. Hier waren auch die ganz Reichen unterwegs. So, hier ist auch schon wieder Stress anscheinend. Da liegen auch schon wieder die ersten Toten. Wir gehen mal kurz in die Richtung hier. Kurz die Ecken abklappern. Hier liegen ja manchmal solche Fässer. Fässer da ist schon... Ah, nein. Ach, Mann. Na gut, nehm mit. Kisten, meinte ich. Hier liegen ja manchmal immer so Kisten rum. Kann ich hier hoch? Nee, nicht mal ansatzweise. Hier liegt ein Schuh. Ein Schuh und Fuß. Bin ein wenig, stehe ein wenig neben mir heute hier. Er auch übrigens. Naja. Wer seid ihr? Zivilist? Zivilist. Kann ich euch irgendwann mal was fragen? No time to waste. Wo ist es? Wo ist es denn? Ach, es ist ja hier. Wo ist der Zivilist? Da ist einer. The corpse has nothing to say. Nicht? Oh, ich dachte, jetzt kommt eine große Geschichte. Du auch nicht? The corpse does not respond. Okay, das liegt aber nicht daran, dass wir das sind, ne? Weil wir haben die ja nicht umgebracht, also. Can't give up now. Hm. Habt ihr irgendwas Interessantes dabei? Oh Gott. Nee. Zum Goblin-Lager. Ach! Das ist da, wo wir...
Entschuldigung, das ist da, wo wir, da wo die absolute Kontrolle über uns genommen hat. Dann kommt man ja doch zurück. Ich hatte das so verstanden, dass man hier gar nicht mehr rauskommt, wenn man einmal im zweiten Akt drin ist. Man kommt ja doch zurück. Okay. Ja, gut zu wissen. Brauchen wir jetzt hier nicht. Kloster Rosenmorg. Aha. Sieht echt so aus, als wenn man hier rauf könnte hier, ne? Was liegt da? Vogelnest. Oh. Das sieht nicht so ergiebig aus. Oh, da ist doch mehr drin, als ich erwartet hätte. Okay. Kommst du da hoch? Ne, hier sollen wir nicht rumstrolchen. Na gut, dann gehen wir wieder da lang. Da haben wir eine Tafel. Und hier haben wir einen Eimer. Können wir mal gucken hier. Vielleicht liegen ja hier irgendwelche Kisten rum. So. Na schön, was haben wir hier? Da haben wir auch eine Kiste. Und Obst. Da läuft was. Wer ist er denn? Bist du ein Geist? Nicht ganz, du bist ein Todeshirte. Halt mal an. Ei. Der ist so ziemlich gegen alles resistent hier. Schleier, temporäre Trefferpunkte. Ach ja, da, 20. Und Totenschutz. Kann weder sprechen noch Zauber wirken mit der Stimme. Aha. Hast du die hier umgebracht? Da auch, okay. Ja, schauen wir uns den mal an, wa? Ja, erstmal kurz gucken wir hier, was hier noch so drin ist. Ach, hier sind wieder nur die krassen Sachen, ne? Ja. Was ist das? Schaufel, Kiste, Judesack. Kartoffeln! Und armselige Kleidung, alles klar. So, dann können wir ja direkt mal testen hier, wie wir hier mit... Wir rennen zwei davon rum. Da rennt noch was rum. Wo kommt die auf einmal alle her? Die kann ich da nicht anklicken, aber es sind irgendwelche... Und Totenfresser. Totenfresser. Todessers! Kann man die jetzt angucken? Ah, jetzt. Ghule. Ah, was machen die denn so? Ja, nicht allzu viel drauf. Aber dafür sind das ganz schön viele. Gruhl. Aha. Na gut. Ja, denn. Also zwei von denen. Vier von den Ghulen und ein so ein Gruhl. Der hat 53 Lebenspunkte. Okay, der hat mehr als alle anderen. Huch. Ja. Okay. Ach so, warte mal ganz kurz. Ich nehme an, ihr seid alle untot, oder? Aura Untotenschutz, warte mal. Was ist das da? Gegen Wuchtschaden und so. Also, ja, ja. Ghule sollten ja auch untot sein, ne? Sehe ich denn das? Da. Und du nehme ich an auch, oder? Ja. Ja, ist doch mal unsere Gelegenheit, endlich mal wieder Untote vertreiben zu machen, wa? Ich glaube nicht, dass wir dem arg verletzen werden, aber... Nutzt nix. Oi, drei. Drei ist gut, okay. 9. Oha. Der hat einfach mal gar nichts an Schaden genommen. Wir machen noch nicht unsere Karma-Punkte alle weg. Hier, boah, ich, oh Gottes Willen, ey.
Kommen wir wieder zurück. Damit die anderen auch ein bisschen hierher kommen, ne? Ansonsten sind wir nicht mehr dran. Das für ihn mal. Er spurtet jetzt los. Heiliger Trutz. Mhm. Erbrechen. Na, ja, geil. Okay. Oh. Die gucken aber weit. Oh, die gucken ja genau bis hierhin, wa? Gehen wir dahin. Deck dich. Nochmal, gegen was bist du immun? Hieb, Stich, Wucht, Säure, Schall, Nekrotisch, Feuer, Blitz, Eis, mein Gott. Psychisch und Energie. Ach ja, und Gift. Puh. Ich glaube, dann bleibt nichts mehr hier, was wir hier noch haben, ne? Netzgranate. Hm. Ich fürchte nicht. Ich glaube, dann schießen wir einfach nur. Hinterhältig möglichst. Naja, immerhin 14, ne? Ist nicht toll, aber immerhin. Gehen wir hier hin. So, dann kommt mal her. Mhm. Also solange ihr alle noch hier hingerannt kommt, aber nichts tut, ist das ja geil. Du auch? Jo. Meine Güte. Kommst du hier an? Ja, kommt sie. Okay, dann wollen wir mal, wa? Oh Mann. Hoffentlich klappt das. Ja, das hat ja funktioniert. Richtig gut, würde ich sagen. Oder? Hat das funktioniert oder nicht? Bedroht und Totenschutz und... Doch, warte mal, er ist vertrieben. Er ist auch vertrieben. Okay, zwei sind vertrieben. Mhm. Machen wir das? Machen wir das? Machen wir das? Heiligtum? Nein, wir lassen das so. Kommt der nächste an. Der kommt schon gar nicht mehr durch da. Das ist auch geil. So, jetzt musst du mal was tun hier. 30. 50. Ja, du musst dich mit dem anlegen. Mit dem Dicken hier. Ach, Mann. Nochmal, bitte. Ach, Mann. Bringt das irgendwas? Bringt das irgendwas? Nein, nein, nein. So, jetzt bin ich dran. Zuerst du. Das war gut. Jetzt du. Das war, naja, ging so. Nochmal. Sehr schön. Habe ich noch einen extra? Ne, habe ich nicht mehr. Schade. Okay. Ach, jetzt kommt der Brecher da hinten. Der Erbrecher. Rettungswurf, Stinkwurf. Okay. Mal schauen. Oh, er steht mittendrin. Mittendrin. Was ist denn, wenn du da hinspringst? Oh, das wäre cool, wenn du da rauf könntest, ne? Nicht genügend Platz. Was? Ruhig hier. Da ist auch nicht genug Platz. Oh ey, das gibt's doch nicht. Spring hier hin. ...65. Mach den fertig. Sehr schön. Und jetzt läufst du erstmal wieder weg, würde ich sagen. So.
Okay. Jo. Kommt nicht an. Ach, der rennt weg. Der ist vertrieben. Alles klar. Vertrieben finde ich gut. Ach, der holt neue davon. Okay. Pass auf. Du bist jetzt. Du machst jetzt das hier. Und zwar gleißen. Das ist gut. Das scheint richtig gut zu sein. Oh, die fallen einfach um. Das ist ja geil. Okay. Richtig gut. Jetzt. Er holt auch wieder ein. Ach, jetzt muss ich gleich wieder dahin. Du solltest darauf... Er solltest auf den weiterhauen. Ach, Mann. Ey, du musst unbedingt... Du musst unbedingt Dingens lernen, also. Puh. Nutzt nichts, du musst weiterhauen. Du musst unbedingt treffen lernen, Mann. Schlag mal auf den. Ja, immerhin. Du musst, also wirklich, du musst treffen lernen. Ja, genau. Das meine ich. Ist doch viel besser, oder nicht? Ja, das lassen wir erstmal da drin. So. Und jetzt gehst du direkt zum nächsten hin, wa? Ne. Nein, so. Kannst du noch laufen? Nein, kannst du nicht. Kannst du hinter ihn laufen? Nee, dann greift er dich an. Okay. Ich bin dran. Wir sollten uns um den Stinker jetzt hier kümmern, glaube ich mal. Fehlschlag. Nochmal bitte. Puh. Nochmal. Ach mal, ey, wie kann man denn da so oft daneben hauen? Jetzt fängst du auch schon damit an, ey. Du bist doch sonst so zielsicher. Immerhin bist du auch nicht getroffen. So, jetzt kommen wir zu dir. Was ist mit dir hier? Du bist auf der Flucht? Du bist auf der Flucht. Und die haben wir keine Angst. 25, das ist aber echt. Ready or not? 50, schon besser. Was? Ach man, ey. Na gut. Hat er gerade auf sie geschossen? Kann das sein? Victory awaits. Ja, ja. Du bist dran. Okay, er beschwört wieder. Was wird das? Keine Ahnung. Ah. Den... Oh, eins! Super! Oh, 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 Alter! Alle hauen die zu jetzt hier, okay. Ich will euch nur da drin haben, alle. Das brauchst du alles nicht, das brauchst du alles nicht, dir geht's gut. Schade, nochmal vertreiben kannst du gerade nicht, ne? Gut. Hau erstmal ihn. Ach, Mann. Mano. Meter. Rückenbrecher. Nee, ganz normale Schläge, komm. Puh. Wenigstens einmal, komm. Gott, ey. Oh, das. Ach, scheiße. Schutzgeister weg. Mist. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ey, sie braucht unbedingt. Sie braucht unbedingt. Komm, stoß ihn mal um. Werf ihn um. Gut. Jetzt schlag da nochmal drauf. Er zappelt und zappelt und zappelt. Lebst du jetzt noch oder nicht? Alter. Ja, er lebt noch.
Alter, halt doch mal still. Wie auch immer. Steht er wieder auf? Okay. Der ist immer noch da. Und immer noch vertrieben. Okay. Dann machen wir erstmal mit ihm hier weiter. Der da, bitte. Los. Och, alter Schwede, ey. Das ist nicht wahr. Ihr seid so... Kommt da schon wieder was? Okay. Ich kann wieder vertreiben? Dann vertreiben wir doch wieder, oder? Das haut die direkt auch um. Das ist ja geil. Er hat diesen Untotenschutz, das hilft ihm, ne? Gut, gut, gut. Heiligtum brauche ich niemandem geben, ne? Nö. Oh, das hört nicht auf. Okay. 30, 30, ach. Komm. Na, endlich. Der war gut. Und wer, du triffst jetzt nicht. Einer da noch. Och, nö. Wir könnten jetzt noch mal springen, ne, können wir nicht. Wir gehen hier hin. On the move. Ja, wenn sie trifft, dann trifft sie richtig, ne? Trifft halt nur nie. So, komm, du hast auch noch. Und den haust jetzt bitte auch noch. Kann sie nicht mehr. Kommt der Herr Adler an da noch. Ja, komm, dann machst du jetzt erstmal ihn hier. Let's have a little fun. Wieso kannst du mit dem nicht? Wieso kannst du nicht auf den schießen? Oh, wie auch immer. Reicht schon, ne? So, jetzt gibt es wenigstens keine Beschwörung mehr. Ach doch, der ist ja noch da. Jetzt steht er wieder auf, okay. Natürlich. Okay. Komm jetzt, ey. Wenn du den nicht triffst, ne? Gut. Geschafft! Mein Gott, das hat aber auch gedauert. No time to rest. Aber... Ja, wir haben zum ersten Mal so richtig Untote vertreiben eingesetzt, ne? Ein so ein Skill, den ich eigentlich in Baldur's Gate 2, also wirklich andauernd benutzt habe. Muss ich mich jetzt auch mal angewöhnen. Der ist gar nicht schlecht. Der ist wirklich gut. War eigentlich ein zweiter? Let's have a look. Egal. Ja, dich sehe ich schon. Wir reden gleich. Hier ist noch so einer. Und hier ist... Ui. Boah. Auch nicht schlecht. Eichhörnchen? Okay. Das ist alles ganz schön schwer, was wir da gerade eingesammelt haben, ne? Ritterrüstung und so. Ja. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Das auch.
Bogen, Messer, alles weg. Ach Gott, ey. Dieser Dreck hier. So. Haben wir. Gucken wir uns noch mal, was er hier zu sagen hat. Er spricht auf jeden Fall mit uns. Okay. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was das überall ist da. Was habt ihr hier gemacht? Following. Orders of General Thorm. Oh! Thorm! Catherick Thorm! Der ist jetzt General bei der Absoluten. Leader of True Souls. Alles klar, ist einer von diesen dreien da. Ah, der Typ, der damals diesen Tempel unten gebaut hat mit den ganzen Justiziaren. Der ist jetzt ein Auserwählter. Was hast du für Befehle gehabt? Find Duke Rivengard. Bring him to the Absolute. Okay, Feind. Wieso ist er weg? Wo ist der Herzog jetzt? Brauche ich nicht fragen, weil wenn er den suchen soll, dann weiß er nicht, wo der ist. Wer hat dich denn getötet überhaupt? Githyanki. Ah. Youths. Jünglinge. Jünglinge. Wieso haben die euch angegriffen? Stumbled upon them. Interrupted training. Oh. Didn't realize they were here. Okay. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Also, Catherick Thorm ist jetzt ein General der Absoluten. Mhm. Und ihr habt den Herzog gesucht und seid auf Jünglinge von den Junkies getroffen. Jünglinge. Und die haben euch so auseinandergenommen hier. Okay. Wo kamen die Untoten her? Hätte ich auch noch fragen sollen. Oh, warte mal. Zack, zack, zack. Und ein Brief. Hä? Ach so, nee, warte mal. Sie, ne? Ja, siehst du. Schicken wir das mal kurz ans Lager. Und das lesen wir mal. Oh, Catherick's Home. Herzog Ravengard muss umgehend unverletzt oder zumindest größtenteils ausgeliefert werden. Die Türme des Mondaufgangs können ihr Schicksal erst erfüllen, wenn der Herzog ausgehändigt wurde. Erfolg soll belohnt werden. Wer versagt, wird erst meinen Zorn spüren, dann Grottaschs und dann wieder mein. Uhu. Die Türme können ihr Schicksal erst erfüllen, wenn der Herzog ausgehändigt wurde, okay. Was immer das heißt. Wie bitte? Die Schergen haben Herzog Ravengard zu den Türmen gebracht. Ja. Ich fürchte auch. Wo geht's denn hier hin? I'll take this way. All right. Whoa, 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 whoa. Oh, da fliegt sie schon durch die Gegend, ey. Oh, was ist das? Rückstoßmine. Hast du dir wehgetan? Eigentlich nicht. Du bist nur durch die Gegend geflogen, okay. Dann gehen wir die Dinger mal.
Wo? Wo denn? Da. Noch so ein Ding. Okay. Warte mal, hier war doch ein Tempel oder sowas, ne? So ein Dingens hier. Warte mal. Bitte? Blessed be you, Pilgrim. Take respite now in the dawn's loving gaze. Looks like Lathander, god of the dawning sun. Der Lathander. Okay. So, was war das hier gerade? Da steht jemand. Dame Esther. Wer bist du denn? Degen? Was bist du, eine Schurkin? Boah, das ist ziemlich geschickt. Wenn du in der einen Hand eine Waffe führst, die weder zweihändig noch vielseitig ist, und in der anderen keine Waffe führst, bewirkst du zusätzlich zwei Schaden. Aha. Nach einem Angriff mit oder ohne Waffe kannst du gratis einen zusätzlichen Angriff ausführen. Okay, und Gelegenheit. Bist du eine Schurkin? Irgendwie sowas. Aha. Plus 4 Initiative. Okay. Ja, was hast du zu erzählen? Ah, a friendly face. Oh, you are a sweet, sweet blessing, my dear. You know, I've had nothing but trouble all day. I've been accosted, chased, insulted. Mm-hmm. Look over there. Do you see that wretched little hive? Bienenstock? What? Wovon spricht sie? Ach so. Ja, da sind wir mal Mönch, ne? Also, was wie erbärmlich. Das ist das Kloster von Lathander. Hallo. Eine Pilgerstätte. Oh, I mean no offense to the Morning Lord. I simply prefer when his monasteries aren't overrun with brutish, stupid, rude-gift Yankees. Brutish and rude by your wretched standards. But stupid. Chucky. Your charming companion would call it a creche. But it was built on what remained after the Githyanki slaughtered all of the monks. What? I'd call it a murderous training camp. Okay. Acutely observed on both counts. Honestly, I was doing them a favor offering to buy one of their eggs. And how am I repaid? Attacked and run off like some transient. Was für Eier? Ah, Kinder? Was wie? Moment mal, was? Als ich eins ihrer Eier kaufen... Legt ihr Eier? Ich weiß ehrlich gesagt so gut wie gar nichts über die Githyankis, ne? Also wirklich nicht. Ich weiß, dass das ein Kriegervolk ist und dass sie mal die Sklaven der Gedankenschinder waren. Und dann halt das, was man hier im Spiel so gelesen hat, in Büchern. Nur, dass sie sich irgendwann erhoben haben, die Sklaverei abgeschafft haben, sich also die Gedankenschinder gejagt und getötet haben. Und jetzt mittlerweile selber ziemlich krass drauf sind und alles andere versklaven. Also irgendwie sind sie nicht viel besser geworden als ihre damaligen Unterdrücker. Aber egal, sie sind auf jeden Fall ein Kriegervolk. Aber dass sie Eier legen, das ist mir noch völlig neu. Ihr wolltet überhaupt, was wolltet ihr überhaupt mit dem Ei? The Society of Brilliance. Ach, die. Ask me to acquire one of their roe, so they can incubate it and once it hatches, raise the spawn in their tradition. Aha. Please, do enlighten me.
What is this tradition? The society believes a Githyanki raised in a peaceful, nurturing environment can overcome its violent nature. Uh-huh. I'm sure your friend would agree. A Githyanki is as likely to forsake its violent nature as a gnome is to fly. Was sind Firlefanz? Natürlich wird Gewalt gelehrt, und genau wie Moral. Ne? Das sind nicht Dinge, die man in der Wiege findet. Also dazu muss man auch kein Kind klauen, das weiß man ja wohl so, oder nicht? You've been sipping from the same goblet as the society. Unsinn, sowas weiß Perhaps man. You'd be willing to help them, to prove your point. They may have chased me away, but surely the Gith would welcome a person with such sympathetic views to their creche. And once inside, ich soll ein Ei klauen. Simply purloin an egg. Steal one of Gith's own. I will slit your throat for even suggesting it. I'm not talking to you. Upst. Bitte nicht. Nicht reizen, ey. Just bring me an egg. Ihr müsst sterben. Ich mische mich da nicht ein. Warte mal. Was haben wir denn hier? Ich dachte, Gemüsescheiße. Das ist Unsinn. Färbemittel. So, was ist das? Amulett der Wundheilung. Wenn du sterbend bist, stabilisierst du dich bei Zugbeginn. Also das ist cool. Und kraftvolle Heilung. Maximiere die Anzahl der... Also wenn ich geheilt werde, dann kriege ich direkt die volle Heilung. Das ist cool. Drachenfeuer. Oh, waffenlose Angriffe bewirken Feuerschaden. Zusätzlichen. Das ist geil, aber ich brauche irgendwie meine. Plus 2 auf Rüstungsklasse ist einfach zu geil. Was ist das? Anmutiger, selten Kleidung. Oh, das ist einfach nur Kleidung. Warte mal. Anmut der Katze. Du erhältst Anmut der Katze und dein Geschicklichkeitswert wird um 2 bis auf maximal 20 erhöht. Das ist gut. Wendig wie eine Katze. Du erhältst einen Bonus von plus 1 auf Geschicklichkeitsrettungswürfe und deine Sprungweite wird erhöht. Das ist wirklich 2000, Alter. Ist egal. Das will ich haben. Das will ich einfach haben. Ja. Da, was ist das denn nochmal hier? Natur, Überleben? Aha. Mh. Gut. Hier, nimm mal übrigens den Scheiß hier, den kannst du haben. Ja. Brauch den Mist nicht. Ja, weg damit. Flöte, Kerze, Ball, Käse. Okay. Oh Gott. Ja. Ja, so. Wein. Einfach nur, damit es weg ist. So, Trank der Gift. Sehr schön. Hügelriesenstärke, ja. Siehste Ballisten. Ach, das wollten wir doch unten noch im Underdark gucken. Nice. Nice. So. Das Ding. Können wir mal irgendeinen Barbaren geben, wenn das soweit ist. Was wird denn nochmal hier? Oh, Färbemittel. Weg damit. So. Was hast du noch? Kakophonie? Das ist ein Kampfstab. Hey, du hast ja voll den Mönchskram hier alles, wa? Donnerndes Niederstrecken. Mhm. Ja. Aber auch der ist natürlich... Tja, plus 1 auf waffenlose Angriffe. Nee, gebe ich nicht her. Arkane, ja. Konzentration verschwimmen lassen. Wenn du einen Waffenangriff Schaden bewirkst, erleidet das Ziel einen Malus von 1d4 auf seinen Rettungswurf. Mhm. Ja.
wenn der Träger Kälteschaden bewirkt, so bewirkt er zwei Züge lang Frost überzogen. Ja, auch interessant. Stiefel, Elementarwucht. Wenn der Träger Blitz, Feuer, Kälte, Säure, Schaden, dies, das, kriegt er Wucht. Ja, das ist was für den, hier, wenn wir hier den Avatar-Weg genommen hätten mit Elemente. Hopsa. Was ist das? Solange auf einen, ich weiß nicht, solange schlage auf einen Gegner einen, verwunde diesen und heile dabei deine eigenen Verletzungen. Du heilst 1 bis 6. Das ist cool. Das ist cool. Was ist das für eine Kriegshacke? Achso, Quatsch. Kriegswaffen. Ach, das kann nur Lyselle. Was macht das Ding für einen Schaden? Naja, ziemlich. Oh. Geht so. Auf jeden Fall heilt sie sich damit, ne? Und das ist eine einhändige Waffe. Naja. Ja. Pass mal auf. Kommen wir wieder raus. Okay. Ach so, warte mal. Wir hätten das so machen sollen. So. Ja. Ich hoffe nämlich, dass wir hier rauskommen. Ja, genau so dachte ich mir das. Das lass uns mal überlegen. Sie will ein Ei, ne? Sie will ein Ei. Wir haben doch ein Ei. Das ist zwar kein Junkie-Ei, aber es ist ein Ei. Und wenn sie das nicht so richtig weiß, was ein Gijanki-Ei ist, weil sie eben, vielleicht kennt sie das. Wir können versuchen, ihr das andere Ei anzudrehen. Aber das muss er machen. Hm? Ja, genau. Du musst das machen. Weil das ist ja dann Lügen, Betrügen oder sonst irgendwas. Wo haben wir das? Hier irgendwo. Nee. Den meine ich doch. Guck mal. Charisma ist er auf jeden Fall der Einzige, der schon mal, oder beziehungsweise zusammen mit ihr. Aber er ist der Einzige, der hier Pluswerte hat, ne? Sie kann einschüchtern, ja, das bringt aber nichts. Er kann täuschen, auftreten und überzeugen. Also was immer wir da versuchen, ich nehme an, wir werden dafür würfeln müssen, auf täuschen oder sonst was. Und das bedeutet, wir müssen. Er muss das machen. Wir versuchen das. Aber nicht mehr heute. Wir versuchen das. Und nur für den Fall das müssen wir uns dafür auch präparieren. Er sollte auf jeden Fall das hier machen. Vorher. Damit er. Auf Attributswürfe, ja. Damit er nämlich noch eine 1 auf Charisma kriegt. Und dann. Ja, weil ich kann mir vorstellen, das wird ein ziemlich krasser Wurf. Wenn wir ihr irgendwas unterjubeln wollen. Ich glaube nicht, dass die. Sie ist ja selber eine Schurkin, ne? Ich nehme an, sie ist eine Schurkin, so von ihren Werten her. Und eine Schurkin zu verarschen, da sollte man gut sein drin. Wir machen das. Wir holen nachher mal das Ei. Also jetzt in der zweiten Folge. Wir holen uns das Ei. Und dann versuchen wir mal, ob sie das annimmt. Ne? Weil wir haben das doch für irgendwas gespart. Ne? Wie gesagt, mir wurde mal ganz am Anfang gesagt, behalt das Ei. Du wirst das irgendwann einsetzen können oder gebrauchen können. Und das ist jetzt die erste, die nach dem Ei fragt. Also, versuchen wir das. Okay. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Und dann nehme ich mal an, geht das hier wohl weiter Richtung Kloster, ne? Weil das scheint ja das Kloster zu sein hier. Oder man fährt hier mit der Seilbahn hin, kann auch sein. Keine Ahnung. Wir gehen aber für die Treppen runter, obwohl die enden da. Egal, wir gehen da trotzdem hin. Und vorher gehen wir ins Camp und holen das Ei. Ja, das ist unser Einstieg in den zweiten Akt. Geht doch gut los.
Wir haben ein paar Untote besiegt. Wir wissen, dass jetzt das Catherick Thorm, der, den wir im ersten, wo es im ersten Akt quasi das ganze, die ganzen letzten Folgen drum ging, der Erbauer des Tempels da unten und der die große, der Schar-Jünger, beziehungsweise er war nicht nur der Schar-Jünger, er war der Paladin der Schar, ne? Er war ihr Sprachrohr auf Erden. Der ist jetzt Anhänger der Absoluten. Er hat sich von Schar abgewandt. Er ist jetzt Anhänger der Absoluten. Krass. Gut. Wir werden sehen, wohin mir das führt, ne? Danke fürs Zuschauen. Tschüss.